Beofen das wieder hier, diesmal wieder mit dem C64. Und wie ich gesagt habe, werden wir uns um die Datasette kümmern, die, ne, wo ist sie denn, da drüben liegt, in dem Karton, die werden wir gleich an dem C64 anschließen. Moment, ich habe noch leichte Probleme mit meinem Stativ, wo drauf der Camcorder gerade steht. So. Und eben noch, war? Eben noch die Sicherung einbauen, damit hier nichts wieder passiert. So. Da werden wir gleich die Datasette anschließen. Und wir werden schauen, ob dieses gute Stück auch funktioniert. Gut, dann würde ich sagen, ich packe die Datasette aus und alles weitere kommt gleich. Da geht es auch schon weiter. Ich habe die Datasette jetzt ausgepackt aus dem Plastik und die Datasette ist wirklich niegelnagelneu. Alles glänzt hier noch. Die scheint wirklich noch nie benutzt worden zu sein. Das ist unglaublich. Das ist ja die Datasette, die ich euch schon vor ein paar Videos gezeigt hatte. Heute ist der 29.11. 5:05. Und die Datasette werden wir jetzt an den C64 anschließen, den wir natürlich vorher erstmal ausmachen müssen. So, das wird eine Premiere. Niegelnagelneue Datasette am C64. So, erstmal den C64 ausmachen. Mache ich alles hier per Schalter. So. Mit meinem Gucken. Das ist die einzige Krux mit dem C64. Wegen den ganzen Kabeln. Moment. Bin ich hier gerade am Schalter gekommen. So, C64, wo wird die Datasette angeschlossen? Ihr wisst ja, ihr habt jede Menge Möglichkeiten am C24, sag ich schon, am C64 irgendwelche Geräte anzuschließen. Hier hinten der Expansionsboard. Da werden die meisten wohl einen Reset-Schalter angeschlossen haben, die dem C64 eigentlich nur zum Spiel nur so benutzen. Man kann da auch andere Sachen anschließen, wie ein Zentronics-Drucker. Natürlich mit dem Reset-Schalter kommt man da nicht weit. Entschuldigung. Aber es gibt auch noch andere Reset-Schalter, so wie der hier, die den Durchgang durchgeschleift haben, sodass man noch den Expansionsport, eher gesagt den User-Port, weiter verwenden kann, auch wenn ein Reset-Schalter drin ist, wenn man diverse Basteleien mit dem C64 macht. Hier Kassette, da wird die Datasette angeschlossen. Hier serielle Schnittstelle für Floppy, Drucker, sozusagen eigentlich der Vorlauf vom USB-Port. Das hier Videokabel, das ist ja gerade mit dem Video oben verbunden. Mit der DVD-Videokombi. Hier kann man einen Kassettenrekorder anschließen. Und mein Akku sagt mir, ich bin gleich leer. Ich muss jetzt gleich leider auf Strom umschalten. Die Kamera am Netzteil speisen. Ich würde sagen, wir machen mal gezwungenermaßen Schluss. Und ich erkläre eben noch hier, bis die Batterie zu Ende ist. Da wird der Fernseher angeschlossen über einen normalen Antennenanschluss. Da konnte man den Sender des C64 verstellen, standardmäßig Sender 36, wie diverse Videos, VHS und so. Gab mir halt einen Spaß, wenn man den C64 neben einem Video betreiben wollte. Ich spreche aus Erfahrung. Und hier Expansionsport. Ja, da werden diverse Module eingesteckt, wie bekannt ist das ein Action Replay oder The Final Cartridge
Module, wo Programme drauf waren, einfach reinstecken, anschalten, schon mal das Programm im Speicher geladen. So, wir machen jetzt Schluss, weil die Batterie sagt jetzt wirklich nada and nothing. Ich bin jetzt gleich weg. Bis später. Und da geht's auch schon weiter mit dem, ja, mit dem Review, ich fast gesagt, nein, mit dem Tutorial, wie funktioniert die Datasette, beziehungsweise mit dem ersten Testlauf mit dieser nagelneuen Datasette, nie benutzt, gerade ausgepackt. Tja, sowas kommt vor. Sehr interessant. Eine Jungfrau. Tja, wahrscheinlich, keine Ahnung. Eine jungfräuliche Datasette, die gleich mit einer jungfräulichen Audiokassette Bekanntschaft macht. So, das Netzteil von der Kamera, wie ihr seht, das wird jetzt als Netzteil benutzt. Hier kommen die Akkus rein, aber das habe ich, glaube ich, schon mal irgendwann mal woanders erzählt. Ja, hier der Expansionsport, da kommen Module rein. Moment. So, ich hoffe, man sieht mich noch oder nicht. So sehen sie aus. Was drauf ist, keine Ahnung. Ich kann es mal eben demonstrieren. Der C64 ist aus. Das Modul, Modulchen wird hier reingesteckt. Ist da wirklich aus? Ja, ist aus. Nicht den C64 in Zimle. Weil da muss man aufpassen. Man sollte den Modul nur einbauen, wenn der C64 aus ist. Weil sonst kann man hier diverse Chips durchjagen. Dasselbe gilt auch hier für den Expansionsport bzw. Userport. Da nur dran rum irgendwas ein ausstecken, wenn der C64 aus ist. Dasselbe gilt auch für den Kassettenport oder generell für alle Anschlüsse. Weil die Anschlüsse sind mit sehr wichtigen Chips des C64 verbunden, wie CIA, SIP glaube ich auch. Naja. Ihr könnt es ja in den diversen C64 internen Büchern und so nachlesen. Da erkläre ich jetzt nichts weiter. So, wir gucken mal. Monitor ist aus. Ne, man sieht mich als Spiegelbild. Yeah. Auch die Staubschicht. Na, wie gesagt, das ist ja, wenn ich 2 Tage lang nicht Staub wische, dann ist die Holland in Not. Na, eben gucken, euch wieder einrasten. Ne? Komm. So. Alles klar. Nochmal gleich ein bisschen Staub wischen. Man soll ja sagen, nicht, dass ich nicht alles parat hätte. Ne? Und dann beschleunigen. Zack. Sieht aus wie, was steht hier? Geometrie, 4. Schuljahr. 3. / 4. Schuljahr, Spiegel, bildliche Figuren, ihr seht's ja. Mit einem niedlichen Löwen in der rechten unteren Ecke. So, das ist gerade von dem Modul eingeladen worden. Ist natürlich schneller als eine Datasette, schneller als eine Diskette. Ihr seht ja, on the fly, an ist der Rechner und schon ist es drin. Waren aber auch ziemlich teuer damals, die Module. So, und jetzt könnt ihr, wie ihr es uns mit dem Programm gewohnt seid, aber die 1 drücken, 2, mit Runstop kommt er wieder zurück. Und das Schöne am C64 ist, hat man die Schnauze voll von dem Programm, macht man den Client einfach aus. So. So, mal gucken. Ich nehme euch mal wieder mit. Jetzt lege ich mal woanders hin. So, die Datasette. Oh, meine Kamera sagt mir gerade,
dass die Spielzeit der Kassette gleich alle ist. Das ist unglaublich, die ist ja wirklich noch wirklich wie frisch aus der Fabrik. Das ist das zweite Mal, dass ich so ein Glück habe mit Commodore-Sachen. Aber zum dritten Mal. Ich habe auch schon mal eine 1541 gekriegt, die frisch aus der Fabrik. Wo der Vorbesitzer meinte, die wäre defekt. So. Es ist eigentlich ein Frevel, die hier anzuschließen. Aber wie gesagt, ich bin ja. Will ja mal gucken, dass das Ding auch funktioniert. Ich bin ja nicht der Sammler, der die Sachen einfach im Schrank verschimmeln lässt. Ich bin der große Praktiker. So, ich würde sagen, ich muss die Kassette jetzt wechseln. Ich mache kurz eine kleine Pause, entpacke eben den Anschlusskabel, das Anschlusskabel, und wir sehen uns dann gleich wieder, wie ich den C64 mit der Datasette verbinde. Also, keep cool!